Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Wir gehen jetzt im zweiten Sim-Stream. Wir wollen unser Traumhaus bauen, auch so wie es später aussehen soll, Kappa. Nein, ist Spaß. Wir wollen aber so ein cooles Haus bauen. Wir sind jetzt Freunde, also wir führen auch eine Beziehung in Real Life. Ich habe sie geklärt. War ziemlich einfach, fand ich. Also auch nach dem ersten Date-Chat ging es auch schon, ne? Ging es da schon los mit Küssen und sowas. Hat nicht mal 20 Minuten gedauert. Würde ich mir ein paar Gedanken machen, ob das wirklich auch so, ne? Aber war relativ easy, ne? Und ja, jetzt bauen wir hier unser Haus. Wir wollen nachher auch Sydney und Eidos und Willi und so erstellen als Nachbarn. Also bei Melina, das ist schlimmer, als wenn ich FIFA spiele. Warum? Weil du sehr konzentriert bist immer. Du lässt dich von nichts aus der Ruhe bringen. Gar nicht. Siehst du? Du machst weiter. Okay. Zeig doch mal den aktuellen Stand erstmal, wie es aussieht, Melina, unser Haus. Sieht halt noch so kahl aus irgendwie. Ja, aber guck mal, für die Fassade und so sieht schon cool aus, finde ich. Chat, was sagt ihr? Zeig mal die Grillecke mit meinen Freunden. Das ist unsere Grillecke, Freunde. Da chill ich immer mit meinen Jungs. Mit Blick aufs Meer und wir machen unser Barfuß in den Sand rein. Rechts wird gegrillt. Da steht Melina am Grill mit ihren Freundinnen. Da könnt ihr euch ein bisschen noch über uns lästern, wie scheiße wir sind und bla bla bla. Aber letztendlich sind alle füreinander da und freuen sich, füreinander da zu sein. Das war eine gute Beschreibung. Ja. Ich habe den Chat gelesen, Leute, ich bin nicht so ein guter Multitasker wie Eni. Habt ihr schon was in Sims dazu gekauft? Noch nicht. Das ist erst unser zweiter Stream, Freunde. Aber ich finde, bis jetzt sieht die Außenfassade sehr schön aus. So wie du es letztens gemacht hast. Das ist keine Außenfassade. Das ist noch der Trockenbau. Ja, können wir das nicht mehr trocken haben? Ja, wir können das verkleiden. So schwarz finde ich cool. Nee, nicht das ganze Haus schwarz. Nee, warum? Ich würde es schon so machen. Das sieht cool aus. Doch, schwarz, weiß, schwarz, dunkel besser. Ich fühle auch dunkel, Melina. Nachher erstellen wir Sydney, Freunde. Der wird unser Nachbar. Aber wenn der Dummkopf da irgendwelche Frauen da einlädt und die ganze Zeit viel zu laut ist, dann ruft doch mal Polizei anonym. Wie hattest du es denn letztens, als ich reingekommen bin und du da irgendwie... Da hatte ich das, was ich gerade schwarz mache, hatte ich da weiß. Nee, oder? Ihr meint die Seiten hell lassen. Seiten hell und das in der Mitte dunkel. Und die Garage, aber die Garage... Die Garage soll so bleiben, ja, ja. Aber der Rest jetzt hier ist mit Holz verkleidet, ne? Das da ist ja auch dunkel, dieser Boden ist ja auch dunkel. Ich fand halt in der Mitte weiß, glaube ich, schön. Dann mach weiß, dann klatscht da weiß ran und gut, es passt. Ich weiß halt nicht, ob ich diese Holzoptik mag. Oh, jetzt geht's hier wie in Real Life los. Freunde, wir mussten Fliesen letztens aussuchen für unsere Wohnung. Das war auch schon wieder verrückt. Da habe ich nicht mal einen Unterschied gesehen. Und du hast da schon wieder 17 Jahre rum überlegt. Was? Das findest du jetzt besser, Real Talk? Ich weiß nicht, davor so dunkel sah so ein bisschen traurig, trist aus, fand ich so. Da wird ja auch Weekend League gespielt in der Wohnung, in dem Haus. Da ist es auch traurig. Wo spielt Lewandowski? Barcelona. Wo spielt Ronaldo? Na, aktuell noch bei Manchester. Wo spielt De Bruyne? Kevin De Bruyne spielt bei Paris. Nein, bei Dortmund. Ja, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Bei Dortmund. Was spielt er denn jetzt? Er spielt bei Manchester City. Ja, weiß ich ja doch. War doch, das war doch so geil. Für alle, die jetzt Sims-Tipps brauchen, wenn euer Dach euch so roh vorkommt, also so leer, könnt ihr einfach diesen Zaun nehmen und das dann so machen. Wow, das hat echt was. Oder? Siehst du mal hier. Ja, guck mal wirklich, das sind kleine Akzente, die sind echt cool. Was für das da? Das wird ein Zaun. Also damit unsere Kinder nicht runterfallen? Matteo Mariani? Damit wir auch nicht runterfallen. Matteo Marianella. Ich will meinen Sohn Marco nennen oder Matteo. Eins von beiden. Und meine Tochter Maria oder Marianella. Schön? Ja. Marco. Aber das ist eher gerollt. Marco. Weiß nicht, was hältst du von dem leuchtenden Zaun? Leuchten? Sind da Philips Hue-Lichter oder wie? Kann sein, ja. Mach mal dunkel nochmal. Ich hab's jetzt auch hier vorne gemacht. Findest du es hier vorne cool oder war vorne so clean besser? Nee, ich fand das schon gut mit dem Zaun. So? Nee, mach mal nochmal den Zaun. Ja doch, das hat was. Können wir hier so Fackeln reinmachen? Wie? Geh mal zurück. Was für Fackeln? Da bei dem Ding hier. Links. Garage, was? Garagentor. Was? Ah ja, da hatte ich doch keine Fackeln, da hatte ich doch Lampen. Ja, ja, so, sonst sehe ich ja nichts. Stimmt. Sonst kann ich doch die Karre da nicht reinfahren. Gegen den Pfeiler. Sonst kann ich doch die Karre da nicht reinfahren. Guck mal, diese Lichter, jetzt mal, also ohne Spaß, diese Lichter meine ich für, zoom mal rein. Diese Lichter will ich in Real Life haben, Freunde. Also, das sind meine Lieblingslichter. Das wäre was für deine Ecke da hinten, so ein paar leuchtende Ballons. Ja, mach mal bitte, mach mal. Also jetzt mal Real Talk. Ja. Dieses schwarze cool mit dem Pool cool. Ich finde diese Decke cool. Ich brauche da aber noch ein paar Lichter. Wieso schneit's überhaupt? Das sind von den Kirschblüten. Oh Gott, der Typ ist... Guck ihn dir an! Was denn? Warum soll ich nachgucken? Was hat er denn?
Guck, was er hier hat. Was hat er da? Der hat sich das geklaut, der Henkel. Das ist deine Ente. Der hat meine Ente im Mund. Gib ihn die weg. Der klaut mein Essen. Digga, wie kann man denn so verfressen sein? Das ist Diego, oder? Guck mal, er lässt auch nicht los. Digga, wie kann man so verfressen sein? Wir sind richtig frech geworden. Vielleicht da so eine kleine Bank, wenn man sich was zu essen holen will. Ja, so eine kleine Sitzecke, wo man ein bisschen... Lounge, ja, Lounge Area. Genau, wo man ein bisschen sitzen kann. Mach noch ein Einzelstuhl für Eldos hier irgendwo mal hin. Warum? Der braucht es manchmal, wenn er wieder so irgendwelche komische Wörter sagt oder so. Dass es ihm dreht. Dann brauchen wir kurz Abstand von Eldos. So ein Stuhl. Ja, so ein Holzding. Mach den da... Nee, der muss weiter weg. So, hier, gerade... Ja, genau da. Das wären noch gute Stühle für unseren Gartentisch. Mach mal da... Mach ein Stuhl da einfach... Ich stell da nicht einfach so. Ein Stuhl für Eldos. Wenn er wieder irgendeine Scheiße labert, der soll dann da sitzen. Und er gibt vorher sein Handy ab. Wenn er Baby Girls mich dreht. Weiß nicht, der. Sagt er das manchmal, oder was? Er sagt Baby Girls und dass es ihm dreht. Aber guck mal, da will. Ja, so einen kleinen Tisch. Ja, genau. Das sowas. Sieht aber kacke aus. Das gefällt mir nicht. Der ein klein? Der weiß ein klein? Geht es kleiner? Ja, genau. Mach mal ran da. Und dann möchten wir noch Deko drauf haben. Ja, Drachenbäume. Achso. Ah, jetzt schwebt die Deko. Das geht nicht, weil wir den kleiner gemacht haben. Mano. Wir könnten hier wieder die gleichen, wie wir an der Seite haben. Ja. Guck mal, so wird's ein Schuh draus, Melina. Und dann hier so. Dann sieht's richtig aus wie eine kleine Lounge-Ecke. Du hast Geschmack. Da noch eine Pfeife hin und gut ist. Doppelapfel. Dafür brauchen wir das Erweiterungspack. Für eine Shisha? Ja. Die gibt's? Ja. Hey, wie cool. Das müssen wir uns dann holen beim nächsten Mal. So, warte mal jetzt. Jetzt kann ich mich nicht konzentrieren. Ja, so. Stream ist anstrengend, ne? Merkst du? Zeig mir nochmal die Vogelperspektive. Mach mal so, dass ich die Decken auch sehe. Die Decken. Ich bin der Meinung, der Whirlpool muss auf dem Dach rauf. Chat, Whirlpool auf dem Dach? Ja, auf dem Dach den Whirlpool. Aber da auch so richtig in der Ecke, Melina. Gibt's da Teppiche? Kann man da so eine Fackel hinmachen? Ah, Mann, du mit deinen Fackeln, Edi. Aber da ist noch zu wenig Grün. Da muss noch ein bisschen was Grünes hin. Und ich mag's nicht, wenn da so Ecke steht irgendwie. Und da dann auch so ein paar Pflanzen hin. Pflanzen. So ein paar Drachenbäume daran. Auch mal ein Paket kaufen. Ja, wir kaufen so ein Paket. Ja, das ist ganz... Ihr meint ein Erweiterungspack. Erweiterungspack. Ich habe schon zwei Erweiterungspacks übrigens, ne? Bei dir jetzt? Hier drinne. Ach so, wir haben schon zwei? Ja, da sind schon zwei. Also ich habe schon zwei gekauft gehabt. Wie teuer sind so? Wie teuer ist sowas? Kommt drauf an, wenn es ein gutes Angebot gibt, geht's. Wie teuer? 20 Euro. 20 Euro EA Sports. Das spielt von EA. Die wollen überall Kohle verdienen. Aber ehrlich, früher haben die nichts gekostet. Also ja, dann haben sie Kohle genommen. Auch was gekostet, aber wenn du zum Beispiel eins hattest, konntest du das mir einfach ausleihen. Guck mal, da würde ich auch gerne noch so ein bisschen was haben und da würde ich dann auch so eine Couch haben wollen, wo man einfach ein bisschen redet, so über vieles. Du hattest einen nicen Tag, wie war Gym und so. So, hier hin. Das muss alles im Weiß-Schwarz-Grau-Stil sein. Edel. Ja, da kann Roat sein Dings da immer ablegen. Moin Eli, gab es im Schwimmbad keine Probleme mit Melinern, mit Hatern oder so, die Stress gemacht haben? Melina, jetzt ist es offiziell, Melina hat sich da mit einer extrem angelegt, ne? Die hat mich angemacht. Melina ist zu der hingegangen, meinte, ey, wow, was guckst du so? Was guckst du meinen Shabab so an? Und dann ist leicht eskaliert und sowas. Und hin und her. Ist Eli dann gekommen mit seiner ruhigen Ader und hat den Streit gestichtet. Ja, es gab Probleme leider. Ganz schlimm leider. Aber Melina hat gewonnen, Chat. Guck mal, ich finde, dass hier in den Ecken auch so ein Licht sein kann. Edi, der ganze Zaun leuchtet. Wie viele Lichter willst du denn? Boah, guck mal, wie edi das aussieht. Aber der Drachenbaum ist da wie Falschgeld. Das muss, ja, in so einer Ecke richtig. Also jetzt mal wirklich ohne Spaß. Man könnte wirklich ein Sims-Haus bauen und dann zur Architektin hingehen und sagen, so ungefähr will ich es haben. Das meinte ich doch zu dir. Das kann man wirklich. Ohne Spaß. Also so stelle ich mir das ungefähr vor. So mit so einer Terrasse oben und dann so ein offenes, das ist voll cool. Voll schlau. Ja, Roat, guck mal, ich bin gerade dabei, Roat, für dich, für meine Kumpels und so, auch so eine Ecke zu machen. Zeig mal, Roat, die Ecke. Was für eine Ecke? Wir wollen dir eine Kifferecke hinbauen. Wollen wir? Davon weiß ich nichts. Lass dich mal eine Kifferecke machen, wo Roat dann ein bisschen chillen kann. Hier? Wo ist Eldos Platz? Zeig mal kurz Eldos Platz. Hier. Oh Mann, ey. Nein, lass ihn da. Das ist Eldos sein Stuhl, Chat. Wenn er wieder irgendwas Schlechtes sagt. Da kommt unser Tisch hin. Da sitzt er dann. Wenn er wieder... Und Handy abgeben. Der guckt dann da einfach durch die Gegend. Und links ist meine Kumpelecke. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, welche Pflanzen hier am schönsten sind. Freundinnen verboten in der Kumpelecke. Da dürft ihr nicht hin. Ja, das ist meine Kumpelecke, Chat. Da wollen wir auch nicht so gerne hin. Das ist meine Kumpelecke. Da wird immer so über alles geredet. Ich hab dir gezeigt, ne, wie das aussieht. Oha, guck mal, die Kumpelecke. Und dann fackeln hier die Laternen ab und dann rufst du wieder. Nein, wie cool. So hell, ne? Ja, mach weg, ausschalten. Können wir da oben Fernsehen für die WM und EM? So ein Fernsehen, so ein Outdoor-Fernsehen? Geht sowas? Nee, der geht dann kaputt, wenn es regnet. Echt jetzt? Also Elektronik muss bei Sims immer überdacht sein. Okay, und in der Kumpelecke so ein Fernseher? Also irgendwo da muss ein Fernseher noch hin.
draußen. Wir können es versuchen, mal sehen, ob der ganz... Eine Leinwand? Also es geht, aber man sieht doch kacke aus. Ich würde einfach hier so ein... Ja, willst du da draußen einen Tisch? Das ist doch voll unrealistisch. Für meine Kumpelecke. Ja, aber ihr seid doch da, um zu quatschen. Und dann willst du jetzt da einen Tisch. Und was ist, wenn da gerade ein Fußballspiel läuft? Lass mich dich mal kurz anmachen. Jetzt bist du gerade verführerisch. Dann komm wieder aus. Protz mal ein bisschen. Lass mal Geld regnen. Nein, das haben wir schon gemacht. Lass mal Geld regnen. Auf sowas stehst du doch. Küssen. Lass mal küssen, Melina, küssen. Kleiner Kuss. Ich trenne mich jetzt. Nein. Ich zeig dir die kalte Schulter. Mann. Wir können ja hier. Aber ich will das Haus auch der Architektin zeigen und sagen, so will ich es haben. Das Haus willst du ihr zeigen? Ja. Aber ich bin doch noch gar nicht fertig. Ja, deswegen, wir müssen ja hier noch voll viel machen. Es gibt doch bei Sims so einen Schreinertisch. Brauchst du sowas? Sieht aus wie ein Schreiner? Warum? Naja, in der Garage halt, falls mal was kaputt geht, damit du es uns reparieren kannst. Werkstatt gut ist, ich will nichts mit Schreiner zu tun haben. Ich habe keine Zeit für sowas, ich gehe streamen. So, meine Überlegung war, ob wir hier ins Wohnzimmer nicht irgendwie noch irgendwie so eine Bar oder so stellen wollen. Oder ist das ein bisschen übertrieben? Wie viele Bars willst du noch haben? Hast du irgendein Problem oder wie? Für Kalle oder was? Ja, zum Beispiel. Und dann kommt noch eine schöne Soundanlage. Wir nehmen einfach die teuerste. Oder wir können so ein DJ-Pult hinstellen. Was ist denn das jetzt? Willst du eine Homeparty schmeißen? Melina, das ist, lass uns realistisch bleiben. Eine Bar im Wohnzimmer? Möchtest du mir irgendwas sagen? Das haben doch die krassen Häuser. Ich mix mir doch da keine Drinks. Ja. Einen Keller brauchen wir. Und ein Streamingzimmer. Lass mal Streamingzimmer machen. Im Keller? So eine kleine Keller-Gaming-Höhle? Dann müssen wir erstmal eine Treppe zum Keller machen. Ja, guter Call. Wo soll die denn hin, die Treppe? Hier? Zimmer für die Kinder. Zimmer für Maria, Matteo, Marianella und wer ist der andere Pisser? Marco, Matteo, Maria, Marianella. Dann sparen wir uns auch so, wir können dann immer M machen. Für Geburtstagskuchen. Einfach nur ein M. Du könntest echt, in dir ist eine Architektin verloren gegangen. Komm, ich habe einfach zu viel Sims gespielt. Und da jetzt eine Treppe runter, ne? Das ist wirklich eine gute Idee. Aber weißt du, was mich am Keller stört? Man sieht es dann nicht so, ne? Ja, du musst dann halt runter in die Etage, damit dein Keller ist. Also ich brauche ein paar Quadratmeter. 25 Quadratmeter brauche ich. Ich brauche da gutes Internet. Ich brauche da eine Couch für meine Kollegen, die dann unten chillen. Mann, oh, das klappt alles nicht so, wie es möchte. Melina, dann lass den Keller nicht machen. Ja, der ist halt kompliziert, der Keller. Ja, lass oben im Dachgeschoss. Das sieht doch hässlich aus. Was bringt es denn? Ja, du hast recht. Lass oben. Weißt du sagst, es hat es immer, wenn ich gerade die Hälfte fertig gebaut habe. Robert baut auch oft was und muss dann am Ende sagen, hier, gib mal ab einen Zug. Also lass noch ein Obergeschoss machen, würde ich sagen. Noch einen dritten Stock. Warte mal, wo ist denn mein Kühlschrank? Was ist das denn? Wo ist alles hin? Mann, alle Fenster sind eins. Ah, hier. Mal ruhig, alles ist okay. Wie viele Etagen haben wir gerade? Zwei. Dann lass eine dritte machen. Wie hoch willst du denn das Haus haben? Lass hoch, mach hoch das Teil. Geld spielt keine Rolle, Baby. Ich weiß halt nicht, ob eine dritte Etage nicht dumm aussieht. Geld spielt keine Rolle, Baby. Mach dir keine Sorgen. Ich sag dir ehrlich, eine dritte Etage sieht dumm aus. Nein, ich muss auch irgendwo mein Geld verdienen. Ich muss streamen. Ja, weißt du, wie riesig das Haus ist? Wir wissen doch gar nicht, mit was wir das füllen sollen. Ja, okay, dann irgendwo brauche ich ein Streamingzimmer. Da oben ist die Streaming... Da oben geht's halt los. Streamingzimmer. War natürlich nur Spaß, Chat, ne? Ich habe einen Spaß gemacht. Womit? So ein Haus kann ich mir natürlich nicht leisten. Aber man darf mal träumen. Viel zu viele Fenster, Melina. Viel zu viele Fenster. Das wird viel zu warm im Sommer. Vorne Fenster, hinten Fenster, machen wir die Fenster da weg. Ja, aber guck mal, wie dunkel es dann ist. Wir machen da ein paar Lichter rein, Philips-Hue-Lichter. Verflauschter Teppich im ganzen Raum, im ganzen Streamingzimmer, verflauschter Teppich. Dunkelgrau wahrscheinlich. Ja, mach den verflauschten Teppich dahin. Verflauscht. Oh, wichtig. Ich brauche hier den Fernseher, ich brauche hier einen richtig langen Schreibtisch. Ich brauche meine Drachenbäume. Ohne Drachen. Mach mal sofort die Drachenbäume rein. Das ist das Wichtigste. Nee, wir machen erstmal den Schreibtisch. Da können wir uns besser daran orientieren. Okay. Wir brauchen Rollos. Ich brauche da keine Fenster. Ich brauche weg mit dem Fenster. Ja, okay. Weißt du was? Dann machen wir den Streamingzimmer in die Ecke, wo eh keine Fenster sind. Das genau. Ist mir jetzt hier zu blöd mit dir. Mach die Fenster da weg. Es darf kein Sonnenlicht da rein. Vitamin D soll ein Fremdwort sein. Was ist das? Ich habe aus Versehen ein Stück Mauer weggemacht. Wie groß soll das Streamingzimmer sein? Ja, so. Ist okay. Also passt. Das ist ein bisschen klein, das ist ein bisschen schmal. Ja, wie willst du die Wände haben? Geht so Schaumstoffdinger dran? Gibt's da was? Das müssen wir gleich gucken, aber wie willst du die Wandfarbe haben erstmal? Was für eine Wandfarbe, Chat? Schwarz, weiß, der schwarz, Der Chat ist sich schon wieder richtig einig. Weiß, schwarz. Ja, ist immer so. Das ist doch ein schicker Schreibtisch. Kannst du nicht. Das ist auch Glas, der hält nicht mal einen Tag. Weißt du, was hier los ist? Ja, Edi, dann willst du den. Nee, okay, dann mach den weg. Schwarz machen.
Ja, das ist besser, So, okay, dann nehmen wir den besten PC, den es gibt. Ja, mach da mal den besten rein. Hier, Steinzeitprozessor ist Quatsch. Rechts, gehen wir ganz. Ja, hier. Ghostwriter Desktop. Ja, ich brauche das. Aber dann fliegt doch die Tastatur. Dann lass uns doch einfach für die Optik ein Fernsehbildschirm. Aber nee, das kannst du da nicht benutzen. Ja. Du brauchst ja Monitore, oder? Ja, 3 Stück. Hey, so sieht der eine kleiner aus? Passt. Was ist das für ein Mini-PC? Ja, das geht nicht anders. Belena, das sieht aus wie ein iPad. Damit kannst du doch nicht Valorant fracken. Wie soll ich denn damit was machen? Wie soll ich denn damit der größte Streamer der Welt werden? Mach einen Monitor für die Optik, das wissen sie. Und den PC auf dem Boden. Was hältst du von so? Ja, das habe ich wirklich oben. Mach mal oben. Ja, eins nach oben. Ja, so ist super. Da lese ich immer die Subs und so fort, Chat. Amazon Prime ist kostenlos, alle meinen Sub da lassen. Also es ist halt wirklich wie in echt gerade, so halb. Ja, mach das mal rechts, weil dann sieht es wirklich genauso aus wie in Real Life. Hier, ständig ein bisschen groß, der Tisch. Aber so ist es, es ist wirklich genauso. Da hat immer Sydney gestreamt. Dann da 2 Monitore und dann brauche ich eine Couch. Welche gefällt dir denn? So eine chillige Couch. Kann von Ikea sein, ist mir Rille. So eine Casting-Couch, ja. Casting-Couch. Aber wo? Nicht im Hintergrund was eigentlich. Was für ein Casting? Da steht Casting Couch. Ich weiß nicht, was du mit Casting Couch meinst. Einer hat Casting Couch geschrieben, da caste ich die Leute. Das habe ich aber nicht gesehen. Ich schwöre, was glaubst du, was ich da mache? Keine Ahnung, was das ist. Das ist eine andere Plattform, das wäre nicht auf Twitch. Couch willst. Hier? Eine Casting Couch, da wird interviewt. Hey, wie fandest du das? Nein, jetzt mal real Rap. So, wo man mit Leuten chillen kann. Da malst du dir gerade ein paar Sachen aus, ne? Also ich hab damit... Nee, guck mal, die Lese, das ist falsch ärgert. Warum denn? Was ist denn immer dein Problem? Melina, ich brauch... Guck mal, die Kamera ist... Gibt's eine Kamera? Keine Ahnung. Display, so ein cooles Bild. Coole Bilder. Und das nicht so cooles Bild. Ja, dann such dir jetzt aus, keine Ahnung. Was ist das? Gibt's hier nicht irgendwas Cooles? Naja. Glaube ich nicht so. So ein cooles Bild? So was Neutrales? Was Neutrales? Ja, ist nicht so neutral. Was ist denn das hier? Ist das ein Recep Ivedik? Irgendwas, was wir. Oder eine Blume oder so. Irgendwas. Was ist denn da drauf? Telepsion, eine Banane? Kuscheltiere. Da sind Kuscheltiere drauf. Ja, passt. End drauf. Ich habe mir auch nochmal Taschentücher auf den Schreibtisch, falls ich am Dach schnupfen habe. Du weißt auch, wie es ist mit der Grippe und so. Dann machen wir die hier weg, ne? Nee, da brauche ich vielleicht auch nochmal welche. Schulterklopfer, hast du gut gemacht. Was? Das Gamingzimmer, finde ich. Ich finde es nicht so... Gut gemacht. Fitnessraum. Ja, da können wir dann Sport machen. Das soll ein Spiegel sein. Ach so, oha, cool. Fitnessraum, also Home Gym ist generell, das ist sehr geil. Wir brauchen eigentlich auch eine Hantelbank. Ich wollte uns hier noch so ein kleines Bad hinmachen, wenn man dann beim Sport war, dass man dann schnell duschen kann. Im Gym Bad, das ist ja der größte Flex. Ja, so eine kleine Dusche. Oha, ja, sieht wirklich geil aus. Oder ist es dumm? Doch, sieht cool aus. Er sagt, das ist voll anstrengend, ich soll froh sein, dass du das machst. Das ist voll anstrengend. Ja. Du machst das super. Naja, aber guck mal, sein sieht auch gut aus. Schulterklopfer. Das bin ich? Das Willi, wa? Das daneben. Ach, das bin ich. Das bin ich. Ja, was dachtest du denn? Ich dachte erst nicht. Das bin ich. Ja, wegen dem Hut, ne? Das sieht auch gut aus. Zeig mir Rihanna nochmal. Ich habe so ein Ding wegen schlauem Leben. Hast du dir Rihanna selber erstellt? Du sollst nochmal Rihanna? Hat er sie erstellt? Ja. Die hat er sich doch kopiert. Ich weiß nicht. Oh, was? Ich mach dir, Alter, ich mache dich so alle. Was ist? Ich mach dich alle, hast du das denn? Morgen spiel du Stück Scheiße! Warum bist du schon wieder irgendwo? Es ist Le Tor, hast du das denn? Morgen spiel du Stück Scheiße! Ich bin ein Seele, ich dreh auf, ich such die Stecker, hast du das denn? Ich bin ein Seele! Hast du das denn? Wo bist du? Ich such die Lückenfette, hast du das denn? Ich dreh auf! Weißt du, siehst du, mit was ich mich hier rumschlagen muss? Alles gut, kein Problem. Ich bin dir gerade dabei am Sims bauen, du Stück Scheiße. Was gibt es? Ja, dann bau den verdammten Pool, ich hör's dir. Ich bau den verdammten Pool. Mit einem Meter. Wo man reinspringen kann. Ich mach. Ich mach auf meine Kumpel-Ecke. Bilal aus der zweiten Reihe schießen. Ja, mach ich morgen. Okay, danke. Okay. Halt die Ohren steif. Guck mal, das sieht stylisch aus, aber gibt's so Treppen, wo man rauskommen kann? Okay, und was ist oben? Da ist das Schlafzimmer? Ja, also hier kommt ja erstmal so auch der Besuch hoch. Dann muss das Schlafzimmer hier irgendwo hin. Ja, Ankleidezimmer? Können wir auch machen. Kinderzimmer, was ist mit Matteo und Marco und Marianella? Das kommt ja alles noch. Für unsere Kinder, für unsere Babys. Wie viele Kinder willst du später haben? So, wenn du, erstmal müssen sie alle gesund sein, aber du darfst entscheiden, wie viele Kinder? Na, schon 2. 4, ich bin für 4. Ja, mindestens 2. Wäre schön, wenn man das Glück hat und alles klappt. Man weiß ja nicht. Der kleine Marco. Das weiß man ja nicht so.
Der kleine Marco, der kleine Matteo, die süße Maria. Warum eigentlich? Und die verspielte Marianelle. Warum hast du eigentlich jetzt die Namen ausgesucht? So, ich dachte, wir besprechen das nochmal. Marianelle. Da können wir denen auch griechische Namen geben. Theo. Und wir holen auf den fünften, dann gibt's einen Wellnessgurt. Toll. Machen wir den nochmal ein Stockwerk und dann gehen sie aber rein in den Grand. Das ist unser Schlafzimmer? Ja. Das ist viel zu klein. Heidi, erklär bitte nochmal, wofür der einzelne Stuhl auf der Terrasse ist. Der ist für Eldos, wenn er wieder irgendeine Scheiße baut. Timo. Kannst du dir nochmal zeigen, Melina? Die Leute wollen das sehen. Dieser Stuhl da. Wenn Eldos sagt, er sieht aus wie Jack Grealish, dann muss er sich da hinsetzen. Wer ist Jack Grealish? Ein Trainer. Achso. Bei? Raten? Manchester United. Nein. Spaß, er ist Spieler. Bei? Keine Ahnung. Graten. Random. Wie hieß der nochmal? Jack Grealish. Manchester. Manchester? City. Falsch. West. United. Schade. Ja. Hab ich nicht davor Manchester United gesagt? Das ist richtig, Manchester City. Achso. Ey, wieso verarschst du mich die ganze Zeit? Das ist gemein. Okay, jetzt warte. Wer ist der Trainer von City? Das musst du jetzt wissen. Manchester City Trainer ist hier der mit der Glatze. Wie heißt der? Der ungefähr so trainiert wie ich? Der heißt, ach komm, Guardiola. Sehr gut. Ich war mit denen auf einer Trainerschule, verstehst du das? Wenn du mir sagen kannst, wo Robert Glatze spielt. Wer ist das? Ein Fußballer. Okay. Dann mache ich das für den Rest meines Lebens, ohne, du guckst nicht in den Chat, du guckst mir in die Augen. Wenn du mir jetzt sagst, wo Robert Glatze spielt, du hast einen Versuch, dann mache ich für den Rest meines Lebens das Katzenklo sauber. Aber in einem Top-Club, oder? Ne, ein richtiger Kack-Club sogar, wenn man es so sehen will. Würden viele sagen. Und die anderen würden sagen, es ist der beste Club der Welt. Ist das ein Top-Club in der Champions League? Nein, ganz weit weg. Ganz kalt, ganz kalt. Schalke 04? Nein, aber guter Versuch. Mann. Es ist Hamburg. Einfach so ein ungewollter Front. Ein Kack-Club. Oh, jetzt hast du mich, die Schalke-Fan. Aber war ein guter Versuch mit Schalke. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht so eine Betonoptikwand nehmen. Nee, da fühle ich mich ja wie im Knast. Der hat genießt. Oh, wie süß war das denn? Habt ihr das gehört, Chit? Die werden immer so warm, wenn die schlafen. Oh. Oh, Mastfred! Hat man seinen Stolperer gesehen, Chip? Oh, ich will den auch mal halten. Darf ich? Er mag mich mehr. Oh, er ist müde. Und er genießt? Ja. Oh. Mastfred! Nee, Manni, nicht dein Ernst. Ja, komm zu Papa. Nein. Guck mal, er weiß, was gut ist. Guck, 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 guck. Ich mach nichts. Ich hab keine Leckerlis. Er kommt zu mir. Und jetzt setzt er sich hin. Weil es ihm hier gefällt, Melina. Und da sitzt er nämlich. Auf meinen Schoß. Aber ich finde, man kann in Sims voll gute... Wie heißt denn das? Ideen sammeln? Ideen sammeln. Ja. Inspirationen. Ja, holt mich noch nicht ganz ab. Also da hinten fehlt, da fehlt so ein Eckding, wo man seine Klamotten rausschmeißt. Der Stuhlchat. Dieser eine Stuhl, wo man seine Klamotten hinschmeißt, die zu sauber sind für die Wäsche, aber zu dreckig sind, um nochmal anzuziehen. Wisst ihr, was ich meine? Wo man dann einfach so diese getragenen Klamotten hinschmeißt. Und dann häuft sich das und irgendwann wird es eh gewaschen. Und dann regt man sich auf, weil man keine Sachen mehr findet. Braucht man also so ein Mittelding und das muss so länger gezogen werden. Ja, das Problem ist, wenn ich da mehrere nebeneinander mache, sieht es halt so aus. Wie denn? Na so, siehst du das nicht? Hey, ich finde, das passt. Das fällt nicht mehr auf. Ich mag so dunkle Akzente, Minion. Wir müssen uns auf eins einigen in der zukünftigen Wohnung und Haus. Dunkle Sachen, größer helle Sachen. Grau, dunkelgrau, sowas so. Ich finde halt nur, wenn es zu dunkel ist, dann ist das nicht mehr, wirkt das. Ja, 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 es darf nicht zu. Du musst dann das alles so aufwerten, vielleicht mit weißen Sachen dann. Guck mal hier zum Beispiel, okay? Das ist hier schwarz, dann hier diese Balken sind schwarz und das sieht alles schon mal, die Couch ist hässlich. Aber so, das ist geil. Das ist eine Casting-Couch. Hier mit der grauen... Ich weiß, was eine Casting-Couch ist. Mann, die Casting-Couch, ich schwöre, der meint damit was anderes. Du willst eine Casting-Couch in dein Streaming-Zimmer. Wofür denn? Was soll ich da machen? Was soll ich denn da aufnehmen? Ich weiß nicht, was du da aufnehmen willst oder was du da für Pläne hast. Was soll ich denn da aufnehmen? Keine Ahnung, anscheinend brauchst du sie ja. Nein. Ich war nur Spaß. Ich dachte wirklich, der Typ, der vorhin Casting-Couch reingeschrieben hat, ich dachte wirklich, dass er meint, er hat das nicht reingeschrieben. Ich schwöre auf alles, da hat einer reingeschrieben, da gehört noch eine Casting-Couch hin. Hat einer reingeschrieben, das habe ich vorgelesen. Oh, aber wenn du jetzt lügst. Nein, nein, ich schwöre, ich meine das ernst. Siehst du? Ja, so ja. Eine Casting-Couch, das habe ich vorgelesen. Ich glaube, der ist mir schon ein paar Mal aufgefallen im Chat. Ahona 79. Ja. Der kommt mir bekannt vor, der Name. Siehst du? Mhm, ich sag doch, Chat.
Ich habe das vorgelesen. Ja, gutes Auge, Ahmed. Ja, dann tut es mir leid, Edi. Dann war das doch nicht so. Ich würde sagen, das reicht. Ja, ist gut. Zeig mal den Leuten fürs Video die aktuelle Situation. Wir fangen an im Eingang. Das Ding ist, unsere Küche unten ist ja noch nicht fertig, ne? Das ist so ja. Random. So sieht das Ganze bis jetzt aus. Zeig es erstmal fürs Video so komplett. Das so. Ist so der aktuelle Stand. Das ist Casa de Melina Eligella. Ein paar Displays an die Wand im Bad und gut ist. Ja, da fehlt was, ne? Das sieht so ein paar Displays fehlen da mit meinem Code aber. So, das ist die Außenanlage. Sehr clean, sehr schön. Ganz grob, da mit einem Pool. Eldos hat da rechts seinen Platz. Nochmal zeigen, Eldos seinen Platz. Das ist Eldos Platz. Falls er wieder sagt, das sieht aus wie Jack Grealish. Das ist Eldos sein Platz. Das ist die Garage. Das ist die Garage, Chat. Da fahren wir die Karren rein und dann geht's nach oben. Oder geht's dann. Also unten ist noch nicht fertig. Ja, hier geht's erstmal rein. Die Küche ist eigentlich relativ fertig, oder? Eine offene Wohnküche haben wir. Aber da müssen wir. Da ist noch so leer ein bisschen, ne? So, ja, da ist auch noch kein Boden drin. Ja, ist noch kein Boden. Das ist das Wohnzimmer. Hier ist ein schönes Wohnzimmer. Das finde ich ist sehr gelungen. Das Fitnesszimmer mit Bad. Fitnesszimmer mit Bad, dann ist hier mein Streamingzimmer. Edis Streamingzimmer. Mein Streamingzimmer, Chat. Von dort stream ich. Die Monitore. Dann sind da auch noch meine Taschentücher, falls ich wieder Schnupfen bekomme, Chat. Da ist Sydneys Platz, falls er streamen möchte, weil sein Internet wieder nicht geht. Die Kinder können auch einfach im Streamingzimmer schlafen, das ist korrekt. Ja, die Kinder müssen wir dann auch noch irgendwo unterbringen. Ja, aber wir haben ja noch keine in dem Spiel. Ja, ja, bald aber. Wobei hier würde noch ein Kinderzimmer irgendwie hinpassen. Aber. Maria Matteo, die sollen ja Marianella. So, das Schlafzimmer. Und Marco, die sollen ja... Ankleidezimmer. Die sollen ja auch ein schönes Leben da haben. Und das Bad, hier fehlt eine Lampe. Also ich finde, Chat, für zwei Streams ist das hier sehr gelungen. Da fehlt noch auf jeden Fall viel. Aber so, das ist schon gut. Wir kommen in den nächsten Stream, holen wir diese ganzen Pakete, diese DLC-Pakete. Kriegst du die gratis, wenn du Streamer bist? Ich krieg da gar nichts gratis. Glaubst du, ey, macht irgendwas gratis? Gratis ist nicht in deren Wortschatz. Ich dachte, für die Creator vielleicht. Gratis ist nicht in dem Wortschatz von EA Sports vorhanden, Melinula. Deine Grillecke kannst du noch Meine erzählen. Grillecke, meine Kumpelecke, Chat. Das ist meine Kumpelecke. Die ist mir auch ganz wichtig. Hier dürfen auch keine Freundinnen oder Frauen hin oder Kinder von denen dann. Hier sind nur meine Jungs und ich. Vielleicht sitze ich da irgendwann auch mit meinen Freundinnen und ihr dürft da nicht hin. Nämlich im Männerbereich hier. Können wir hier nochmal die anderen Stühle voll machen? Hier ja, so ein Kreis. Ja, wenn du möchtest, aber du wolltest auch noch eine Person erstellen. Ne? So ein Stuhlkreis. Da wird einfach übers Leben geredet, Chat. Hier dann der Pool mit den Poollichtern auf den Nachmittag dann. Hier auch nochmal Richtung Meer. Wieso kann ich mir das Meer nicht angucken? Ich glaube, wir müssen halt noch irgendwas machen, dass nicht so Fremde auf unser Grundstück laufen können. Hier ist die Grillecke, Chat. Ja, die ist auch cool geworden, oder? Ja. Du kannst es halt nicht so gut zeigen. Ich kann das nicht so nach oben und unten. Hier. Hey, jemand hat seinen Teller stehen lassen. Wer wohl? Ich nicht. Bestimmt du. Die Bar. Die Bar ist auch noch verquatscht. Twitch, Nico, danke für Ich frag mich halt, wo hier noch Kinderzimmer hinpassen sollen. Ich glaube, wir müssen noch eine Etage höher bauen. Ach, wir müssen noch den Whirlpool zeigen. Für den Flex. Ach so, die oben. Ja, das ist die Terrasse. Extra Whirlpool noch. Hat nochmal gegönnt. Ein paar Subs noch übrig gelassen. Da noch so eine kleine Leseecke. Kann man ein bisschen reden übers Leben abends. Wie es so lief. Wie früher die Schule war. Hot-Tube-Streams könnten dann auch kommen, Freunde, falls es nicht mehr läuft. Alles ist schon in Planung. Ist anstrengend, ne, so zu streamen. Und siehst du, es ist schon 0.15 Uhr. Vor allem, so, es ist ja was ganz anderes, wenn man zu Hause einfach nur so zockt. Hier hast du ja eine Kamera und jeder sieht dich. Weißt du, was ich meine? Ja. Manchmal sitzt man doch so voll konzentriert da. Kennst du das? Das ist so komisch. Man kann nicht so einfach popeln und so, ne? So sehen ja die Leute. Oder mal am Sack kratzen. Mach trotzdem, seht ihr nicht. Aber trotzdem, weißt du schon, was du meinst? Ich bin sehr zufrieden. Sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Das hast du klasse, super toll gemacht.